Steve Jobs starb mit 56 Jahren am 5. Oktober 2011 in Kalifornien. Es gibt einige Worte, die von ihm stammen sollen. Da möchte ich was zitieren. In diesem Moment, in dem ich auf dem Bett liege, krank und mich an mein ganzes Leben erinnere, erkenne ich, dass all meine Anerkennung und Reichtum, die ich habe, angesichts des drohenden Todes bedeutungslos sind. Du kannst jemand einstellen, der für dich Auto fährt, Geld für dich verdient, aber du kannst niemanden mieten, der die Krankheit für dich trägt. Wir müssen uns alle mit den Texten messen, mit dem Leben messen, das Gott uns auferlegt, das uns gegeben ist. Zum Beispiel, wenn es heißt, dass Jesus Christus alle Sünde, alle Krankheiten getragen hat. Wenn wir lesen, dass Gott allmächtig ist, uns aber persönlich nicht aus der Misere geholfen wird. Oder aber mit dem Ausspruch Jesu Christi müssen wir umgehen, der da sagte, es ist vollbracht. Und wo wir dann doch verzweifeln und in eigener spiritueller Kraft versuchen, Gott etwas abzuringen und dies unter der Rubrik Gebet dann nicht klappt. Manchen Menschen würde es ja schon reichen, wenn Gott ihnen ihren Wunsch erfüllte, 40 Jahre Tinnitus wegzubekommen. Losung und Lehrtext, zum Beispiel Sprüche 3, Vers 9, ehre den Herrn mit deinem Gut. Lukas 6, 35, vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen, so wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. In diesem Text geht es zuerst darum, die Feinde zu lieben, Gutes zu tun und zu leihen. Aber in dem Text steht auch, wer solches allein zu tun vermag. Kinder des Höchsten leihen und tun Gutes, lieben ihre Feinde, ohne etwas dafür zu erhoffen. Hier liegt der Fokus. Oder alle Texte in der Bibel, die uns oft Schwierigkeiten machen, alle Weisheit und Erkenntnis, die uns selbst oft fehlt und sich unserem Wesen gar nicht erschließt, all dieses, so beschreibt Paulus von Tarsus seine Umsetzung der neuen Religion, löst sich für ihn, indem er nichts wissen wollte unter den Menschen, gar nicht als intellektuelle Größe erkannt werden wollte. Ihm selbst sogar 40 Hiebe einbrachte, weniger einen, und das ertragen konnte. Alle Texte in der Bibel, die das Leben beschreiben, das alltägliche Leben beschreiben und denen wir selbst oft ein Widerspruch sind, lösen sich auf in diesem Kinder des Höchsten sein. Oder wie Paulus es formuliert, mein Lebensfokus liegt auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. An dem Kreuz von Jesus Christus hat Gott der Vater das Leben aller Menschen verhandelt. Deine Identität, dein Single-Sein, deine Krankheiten, Kind des Höchsten sein oder eben von oben geboren sein, wie man es auch nennt. Diese Inhalte haben aber leider auch eine große Entwertung erhalten, indem Beruf und Berufung nicht mehr unterschieden wird, sondern entgegen dem Rat von Paulus, sich nicht auf seine Intelligenz zu gründen, sondern auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Wäre ein Mensch schlau, richtig schlau, und würde Gott dumm sein, so wäre Gott mit seiner Dummheit schlauer als alle schlauen Menschen auf der Erde zusammen. Ehre den Herrn mit deinem Gut, Sprüche 3, Vers 9. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein,
Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen.